Ich habe so Rückenwind, dass ich gleich abhebe an Ohren. Deswegen nehme ich jetzt mal 50 Grad. Birdie! Hey! Jetzt musst du noch mal in den Bunker. Ah! Wisst ihr, wie ich jetzt an den letzten Abschlag gehe? So. Oh! Und beiß, beiß, beiß. Schmerz! Beefy wäre die andere Variante gewesen, das wollte ich dir aber nicht antun. Nee, Beefy. Zum einen stinkt es und zum anderen ist es schon sehr eklig. Mhm. Zit, 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 oh! Beiß, beiß, sit! Beiß, beiß, sit, sit, beiß, beiß, nein! Noch nie hat mich irgendwie einer dumm angemacht oder. In den USA haben wir mal zu sechs gespielt. Du hast viermal geflippt. Gibt's doch nicht. Was ist das für ein geiles Birdie? Gut Golf aus dem wunderschönen Golfclub in Eichenried. Es ist wieder ein traumhaft schöner Tag. Sonne nach Mittag, also sprich kurz vor 14 Uhr. Und wir spielen registrierte Privatrunde. Und wir spielen BC eben in Eichenried. Eine kleine Premiere habe ich. Bisher habe ich mit Max immer nur in Egmating gespielt und in Teiling, aber noch nie in Eichenried. Hi Max, Zielke. Hello. Hello, hello. Wie ist es? Ja gut, das war aber irgendwie, warte, das müssen wir nochmal machen. Nochmal? Ja, so klatscht es. Das hat sich besser angehört. Jetzt war der Klatscher so gut wie das Wetter. Letztes Mal, als wir uns getroffen haben, hat es geregnet. Mussten wir abbrechen, ne? Mhm. Das sehe ich heute nicht kommen. Heißt aber für uns auch, keine Ausreden. Genau. Weiß ich noch nicht, was ich davon halte. Da hast du aber gefilmt. Aber du hast die Ausrede, die heute auf jeden Fall zählt, weil Max kennt zwar Eichenried, aber hat ihn schon ganz, ganz lange nicht mehr gespielt. Also, es ist natürlich dann schon auch mutig, eine RPR auf einem quasi fremden Platz zu spielen. Hast du dir angeguckt vorab? Ich wollte, aber online gab es so einen Bug. Ach, es gab ich konnte Bug. Die Bahn nicht anklicken. Das Internet hat nicht funktioniert. Ja, ich weiß auch nicht. Also nicht, dass das was geholfen hätte oder dass ich mich jetzt noch daran erinnern könnte, aber ich hatte heute Morgen den Wunsch, mir das alles mal anzuschauen. Okay, man hat ja dann schon das Gefühl, dass man denkt, ah ja, jetzt habe ich die schon mal gesehen. Und so. Ja. Vielleicht gibt es auch so ein Flyover. Es gibt es ja auch manchmal bei so Bahnen mit so einer Drohne. Genau. Es gibt zahlreiche Gut-Golf-Videos, wo jede Bahn schon x-mal vorgestellt wird. Dafür hatte ich keine Zeit. Die dauern mir zu lang. Dreiviertel Stunde hatte ich nicht. Also wir spielen jetzt heute mal in Eichenried, schauen, wie es klappt. Und wir machen auf jeden Fall noch unsere Runde, wo Max filmt. Also das machen wir in Egmating. Da habe ich Heimspiel und dann genau, da bin ich entspannt. Bist du entspannt. Also Max spielt von Gelb. Ihr könnt kommentieren, ein Abo dalassen. Und uns mal verraten, wie viele RPRs ihr so in der Saison spielt. Gut Golf, lieber Max. Gut Golf. Ah, der ist da. Der ist super. Ja, ein bisschen hoch, ein bisschen wenig lang, aber ja. Ja, aber von der Richtung wurde der immer besser, oder? Ja, voll. Ja, da ist er gut. Ja? Dein Finish ist Fotofinish. Also gut ist er dann nicht, aber er ist nicht schlecht. So, sagen wir es so. Er ist nicht gut, er ist nicht aber gut, auch, nicht, aber auch schlecht. Nicht schlecht. Okay. Ah, halt dich, halt dich, halt dich. Ja, so ein Glück. Der Sepp saß drin und hat ihn nach rechts rausgeworfen. Ich sag dir, ich bin richtig nervös mit der Kamera. Du bist ein kleines Glückskind. Ja, siehst du. Und es war wahrscheinlich die falsche Entscheidung. Ein bisschen links, aber... Aber den nehmen wir. Ja, ja. Der müsste auch drauf sein. Auch links? Ja, der kommt da zu meinem, aber ist noch ein bisschen weit. Aber richtig. Vielleicht haben wir uns auch, um den weiteren Verlauf dieses Videos schon mal vorher zu sagen, die schlechten Schläge für den Anfang aufgehoben. Genau. Und ab Loch 2 greifen wir dann richtig an. Genau, wir müssen ja ständig teasen. Liebe Leute, bleibt dran. Bleibt dran. Ui, der wird zu schnell. Jetzt musst du noch mal in den Bunker. Ah! Ja? Der war auch katastrophal schlecht. Ah, zieh! Mein bester Schlag heute. Mach den ruhig fertig, wenn du magst. Ja, eine 7 zum Auftakt lässt Luft nach oben. Dankeschön. 5. Puh. Sehr schön. Danke. Dafür gibt es eine Bogey-Faust eigentlich? Gibst du mir eine Bogey-Faust? Ja, komm, erstes Loch. Wir haben vor dem Abschlag gesagt, hier ein Bogey okay. Ist Nehmen wie ein Paar. Max, was machst du so aktuell? Was sind deine Projekte? Bei RAN nach wie vor.
machen wir Football-Rugby-WM. Ui. Geht los jetzt im September. Da bist du als Moderator dann aktiv? Genau. Ich bin mal gespannt, wie viel Euphorie so in Deutschland dadurch entfacht wird. Was glaubst du? Was ist da dein Gefühl? 50-50, ob es klappt oder nicht, würde ich sagen. Ja, der ist perfekt von der Richtung. Hatte jetzt nicht die optimale Flugkurve, aber da liegt er perfekt. Schön. Nee. Nichts kaputt, kriegt Baum, dann müsste da runtergekommen sein. Sag mal, ganz doofe Frage, da ist eine weiße Linie eingezeichnet. Ist dein Ball im Aus? Nein. Ja, was heißt denn das? Ja, frage ich mich auch. Glaube, das ist die Flugkurve von deinem. Das ist der Shot-Tracer. Mein Ball hat Farbe verloren. Oh ja. Und der kurvt da perfekt rum, weil er so den einen Bunker links liegen lässt. Und von da hast du einen schönen dritten Schlag ins... Nee, aber der ist rechts weg. Leider, schade. Ja, der war gar nicht so verkehrt. Aber den habe ich gut gespielt. Sit. Ja, komm rein. Schade. Da passiert nichts. Aber das ist auf jeden Fall das quasi geschenkte Paar. Spiel gerne fertig, wie gesagt, das mich stört es gar nicht. Mit Linie und so. Schnickschnack. Zurück zu Even. Sehr schön. Ja, der ist auf dem Grün. Yes. Gibt es eigentlich bei Gut Golf, wie früher beim Fußball, Strafe, wenn man seine Schläger nicht putzt? Damals waren es die Schuhe. Ich habe neulich Ärger bekommen. Schönen Gruß, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen, weil ich weiß, dass er die Videos guckt. Markus Wilke, ein alter Golfverrückter. Also nicht alt im Sinne von alt, sondern einfach alt im Sinne von spielt schon lange Golf. Alter Golfhase. Alter Golfhase hat mich geschimpft, dass ich mit meinen Mitspielern so häufig ums Schlägerputzen spielen würde. Er hat nämlich gesagt, sein Handtuch ist immer nass und er würde nach jedem Schlag seinen Schläger putzen. Echt? Deswegen, ja, er geht von der Runde und sein Back ist sauber. Und da hat er wahrscheinlich recht. Aber machen wir heute beide nicht. Deswegen würde ich sagen, Max, Verlierer, putz die Schläger. Okay. Dann ja, fange ich jetzt mal an. Ja, genau, jetzt dann fange ich jetzt mal an. Er ist auf meiner Linie. Und müsste auch. Ja. Gut. Auf dem Grün? Grünrand. Ja, der ist eigentlich gut, glaube ich. Oh, wenn der aufs Loch geht. Der wird halt noch mal so ganz schnell da drunter. Sehr, sehr schöner Putt. Danke. Das Gute, jetzt kann ich mir bei deinem Putt die Linie noch angucken. Warte. Er ist gerade, ne? Er ist ziemlich gerade. Ich habe Mitte Loch gezielt. Yes! Paar und Paar! Jetzt muss ich noch mal fragen. Pärchenfaust bei Gut Golf, ja, ist die? Ja, gibt's natürlich, die noch? Natürlich okay. Gibt's die. Es gibt so viele, die feiern. Ich kann mich an unsere Runde in Egmating erinnern. Da hat Max, glaube ich, auf den ersten 9 ein Paar nach dem anderen gespielt. Der Einbruch kam dann, glaube ich, erst an Loch 9 oder so, ne? Oder 10. Also bei mir ist es häufig wirklich in so Serien. Entweder es läuft serienweise gut oder serienweise schlecht. Ich habe selten so up and down. Das habe ich nicht. Also entweder alles läuft oder gar nichts. Dann läuft ab jetzt alles. Okay. Ja, ja, der Regel nach schon. Aber ich laber schon wieder zu viel. Ich kann damit nur auf die Schnauze fallen. Nein. Ist gefährlich. Vor! Der liegt da rechts auf dem anderen Fairway. Mhm. Bravo. Das ist der perfekte Drive für diese Bahn. Ja. Wunderbar drauf. Danke. Es sind 118. Ich habe so Rückenwind, dass ich gleich abhebe an Ohren. Deswegen nehme ich jetzt mal 50 Grad. Was ich sonst so auf 100... Ich finde gar nicht, dass du so dumme Ohren hast. Damit ja, aber mit Rückenwind? Das ist Fishing for Compliments. Dankeschön. Schöne Ohren. Ich hätte lieber einen schönen Schlag. Lieber einen schönen Schlag als schöne Ohren? In dem Fall jetzt schon. Oh! Und beiß. Schmerz. Ja, zischt übers Grün drüber. Butter. Der
kickt leider ein bisschen, aber nein, der ist perfekt. Den nehmen wir doch. Den nehmen wir doch. Der ist wunderbar, Max. Dankeschön. Mit dem kannst du zufrieden sein. Ich muss jetzt eben hier die Welle noch hoch. Bei der PGA Tour wird doch immer eingeblendet, Birdie Percentage würde jetzt bei dir auf 37% taxieren. Ja, die Grafik kann ich leider nicht einblenden. Aber vor Birdie wird jetzt dastehen, was ich ja auch schon schön finde. Was ist das für ein geiles Birdie? Und ich sag nur 37%. Ja, Mann! Okay. Das war ein Megaputt. Der sah aber auch wirklich die ganze Zeit sehr gut aus. Die ganze Zeit. Ich habe vor lauter Aufregung auch vergessen, währenddessen die Fahne rauszunehmen. Ah, hast du mit dem Loch gezählt? Ja, wollte ich. Ich weiß nicht, aber ich glaube, er ist dann ein bisschen anders gestartet. Aber naja. Ich wollte ihn mit dem Loch. Naja. Das ist ein okayes Bogey. Also da fällt wirklich ganz, ganz viel Ballast ab. Ich habe gerade zu Max gesagt, dass solche langen Putts bei mir in der Saison so gut wie gar nicht fallen bisher. Und wenn dann mal einer fällt, dann ist so wirklich, boah. Ich glaube, der ist geil. Wenn der nicht im Bunker geht, ist er perfekt. Ah, er hat gesplashed. Ja. Schade. Ich nehme übrigens meinen Freudenschrei über den Birdie eben zurück, weil mir eingefallen ist, dass ich sicher Schläger putzen muss, wenn der sieht. Yes, der ist perfekt. Wow. Der zweite, das ist ein Back-to-Back geiler Drive. Und bounce auch noch schön nach rechts. Geh. Ja, ist zu kurz. Naja. Ja, ist auch ein bisschen kurz. Nee, der ist perfekt. Der ist perfekt. Und jetzt kommt er in den Hügel und rollt. Nee, bleib stehen. Danke, bitte schneid ihn rein. Der war gut. Ja, natürlich, ich schneide alle rein. Scherz geht. Ja, der ist gut dosiert. Sehr gut dosiert. Sehr gut. Würde ich nicht nochmal spielen wollen. Sehr gut. Schönes Paar. Dankeschön. Mögen wir. Yes. Ja, der ist Bunker gefährdet. Geh drüber. Ja. Yes. Die Frage aller Fragen, die ja jeder immer von euch auch an mich hat, unter anderem, wie lange spielen wir schon Golf? Also ich kann es beantworten. Ich habe während Corona so richtig angefangen, davor 5-6 Jahre gar nicht gespielt und davor so ein bisschen gespielt. Ne? Also selber beigebracht, YouTube, Golf, blablabla. Und dann jetzt während Corona eben angefangen und dann auch zum ersten Mal Unterricht genommen. Wann hast du angefangen zum Golfspielen? Ich habe meine Platzreife, glaube ich, 2 oder 3 Tage nach Ende des ersten Lockdowns 2020. Ne? Ich glaube, ich war tatsächlich der erste Platzreifekurs, der wieder zugelassen war, also wo Sport und Kontakt wieder erlaubt war. Wir waren tatsächlich nur zu zweit mit einem Pro. Und wie gesagt, schreibt es mal in die Kommentare, wann ihr angefangen habt. Vielleicht gibt es da ja viele Corona-Golfer, denen es so geht wie uns. Ja. Ich glaube, er schafft die Welle aber nicht. Nicht ganz. Aber der ist zu wenig. Der muss weiter, muss ich den noch spielen. Nee. Schade. Ja, nee. Sauber. Zu 4. Gut, 4. 4-4? Komm da. Bogey 5. Bogey 5. Yes! Ja, wenn er lang genug ist. Ja, nee. Ah! Ich befürchte, vielleicht liegt er am Rand, wenn ich ganz viel Glück habe. Oh, nein! Das ist jetzt der Wind. Der war auf der perfekten Linie. Perfekt. Das ist genau die Linie. Sehr langsam, ne? Gut, super. Oh. Ja. Sehr schön. Danke. Und dreh rein, dreh rein, dreh. Ja, der müsste passen. Der ist sehr dünn. Ja, aber der ist da perfekt.
Oh, der ist sehr flach. Aber der müsste sitzen. Ja. Ah nein, ja, am Rand. Glück gehabt. Schöner Schlag. Nice. Der war Butter. Der ist perfekt. Super. Bravo. Danke. Sehr schön. Danke. Super Paar. Nein. Dass ich mich da nicht belohne. Aber du kriegst so, man muss dir einen Strafschlag aufdrücken, damit du kein Paar spielst. Gefährlich, gefährlich. Das ist der gleiche, exakt gleiche Schlag. Ja, bravo, so geht es. Ah, oh, der geht aber auch nach rechts. Ja, aber nicht gefährlich. Und kurz. Ja, so ist es. Ich glaube, er rollt ein bisschen nach links. Bisschen. Wirklich nur ein bisschen. Sehr gut. 12, 5. 5. 5 und 7. Nein. Hast du was gehört? Ich habe nichts gehört, nee. Ja, auch nicht. Aber dann könnte der da liegen. Super, Max. Der ist perfekt. Könntest du mir ein bisschen deinen Drive abgeben? Perfekt. Super. Sehr gut. So spielt man das. In Regulation. Wirklich. Nee, der war nicht schön. Dann mache ich den Schläger zu. Der ist aber kurz, oder? Ja. Nee. Der ist super. Bravo. Sehr, sehr schön. Schöner Schlag, Max Zielke. Dankeschön. Hey. Sebastian Wenisch. Du läufst wieder zur Höchstform auf hier. Schön. Up and down Paar. Birdie! Hey! Jetzt ging mir aber auch ein bisschen stark, die Pumpe, muss ich sagen. Ich. Hey, aber damit liegen wir beide fast. Ich lieg 4 auf und du? Plus 4 nach 9 und Max? Plus 5. Wow. Schöner Schlag. Ja, der schaut gut aus. Schaut sehr gut aus, wenn er nicht zu lang ist. Na, ist der hinterm Bunker noch gewesen? Oh, das weiß ich. Ich habe ihn gar nicht runterkommen sehen. Ja, und ich glaube, er ist hinterm Bunker. Nein. Oh, der ist kurz. Mist. Ah, das war gar nichts. Der war ein bisschen aqua. Jetzt kann ich das hier mal wie so ein PGA-Kameramann machen. Bravo! Der liegt am Stock. Wunderbar. Komm, oh, komm, komm. Gut. Komm. Super. 4 gerettet. Nein, ist das bitter. 4 und 4 und da ärgere ich mich aber. Ich habe ihn gesehen. So ist es. Na, über den Bunker. Ja, sehr gut. Danke. So, jetzt ist 10:30 abends. Jetzt ist 10:30 abends. Aber wie viele Hanutas hast du denn dabei? Nee, ich hab tatsächlich, du hast heute mein drittes. Ich esse normalerweise kein Knoppers. Ich war noch an der Tankstelle, bevor wir uns getroffen haben. Und die war nicht so üppig ausgestattet. Da gab es nur Knoppers. Ja, Beefy wäre die andere Variante gewesen. Das wollte ich dir aber nicht antun. Nee, Beefy. Zum einen stinkt es und zum anderen ist es schon sehr eklig. Mhm. Als Kind gab es die immer. Boah, ja. Skifahrten. Eine Breze und eine Beefy. Und wer die als erster ausgepackt hat im Bus, hat sofort ein paar Nacken bekommen. Völlig zu Recht übrigens. Ja. Ja, schau, bricht zu früh.
Und dann fällt es hinter der Fahne halt runter. Und wie? Ja. Auch ein bisschen too much. Hat auch wenig mit dem Loch zu tun. Wahnsinn. Ach Mann, ey, stellen wir uns an. Ich hoffe, man sieht auf dem Video, wie das hier aussieht. Also, es kommt so rüber, sonst denken alle Leute, wir wären total bescheuert. Unfassbar. So, 5. Weiter geht's. Weiter geht's. Sauber. Jetzt muss er nur vom Bunker liegen bleiben. Ja, da ist er perfekt. Ja, er müsste links vom Bunker liegen. Und perfekt da. Schön. Super. Du musst aber auch hin. Oh, der könnte gut sein. Ja, das ist gefühlt die Sicherheitsvariante. Und der ist auch da. Gibt es irgendwas Neues an deinem Bag? Tatsächlich nicht. Ich bin zurückgegangen zu meinem alten Putter. Da, jetzt kommt. Das ist der allererste, den ich jemals besessen habe. Stimmt, du hattest ja auch so einen schönen Scotty Cameron, ne? Genau, und jetzt habe ich den Tischgrill wieder. Den Tischgrill. Aber ich muss sagen, damit sind die Ergebnisse einfach besser. Noch nicht mal so, was so die Ausrichtung oder so angeht, sondern einfach so das Schlaggefühl. Ich habe das Gefühl, hier reicht es, wenn ich den ganz leicht berühre. Und bei dem anderen hatte man wirklich, das war so eine Millimeter-Geschichte, da hat man den nicht getroffen oder der hat sich verdreht oder so. Und da bin ich regelmäßig zusammengebrochen. Und dann dachte ich mir irgendwann, wahrscheinlich ein Jahr zu spät, komm, nimmst du mal den alten. Und der hat auf Anhieb viel besser funktioniert. Ab in die Brennnesseln, Max Zieke. Sit, sit, sit. Oh. Beiß, beiß, sit. Beiß, beiß, sit, sit. Beiß, beiß. Nein. Nein, nein, nein. Der ist weg, ne? Klatsch. Echt? Ja. Sieben wird hier keinen Punkt geben. Nee. Sehr gut. Pah. Sehr, sehr gut. Danke. Und jetzt gehen wir durch den Wald hindurch. Jetzt wird's, ich finde, jetzt kommt so eine ganz spezielle Zeit auch am Tag. Die Sonne geht bald unter. Ja. Das Licht ist schön. Das ist das beste Kamera- und Fotolicht übrigens. Also eigentlich müsste man diese Runden immer um die Uhrzeit spielen. Wie oft hast du jetzt dieses Jahr gespielt? Was würdest du schätzen? 40 Runden? 40. Ja? 40? Ja? Das ist immerhin. Doch. Ich glaube schon. Alle, ich habe früh angefangen. Ja. Also ich glaube, wir konnten in Egmating schon Mitte März spielen. Und ich finde es auch eigentlich um die Jahreszeit ganz cool. Also Mitte März? Ja. Ja, es gab halt dann diesen Mai, der unfassbar eklig war. Genau, ne? Der war eklig. Und deswegen war ich dann um so März, April und wenn man halt mit dicken Pulli losgeht, finde ich es jetzt auch nicht schlimm. Also ist natürlich bei dem Wetter hier noch ein Tick schöner, aber was soll's, ne? Und du? Wie viele Runden kriegst du zusammen? 80, 90 dann am Ende des Jahres. Ich müsste das mal ausrechnen. Das ist auch eine spannende Frage an euch da draußen, finde ich. Schreibt es mal in die Kommentare. Wie viele Runden spielt ihr pro Saison? Boah, jetzt habe ich mir eine Skymark reingemacht. Der war nicht gesliced, aber der war 100 Meter hoch. Kommt zu mir. Ein bisschen weiter ist er, glaube ich. Batsch, rein. Ja? In den Sand. Okay. Super. Bravo. Gut, Max. Dankeschön. Schön locker. So wie wir Max Zieke kennen. Und dann noch beim Brechen. Warst du gut im Rechnen? Boah, rechnen ja, Mathe nein. Same hier. Oh, puh. Draußen ist er. Ja. Get in! Sehr gut. Danke.
Der ist aber richtig schlecht. Gut. Okay. Gut. 6 und 6. Ja, der ist gut. Es war zwar jetzt kein Draw, aber endlich mal wieder ein Drive, der nicht weggeslicet ist. Schön. Ja, sehr geil. Das ist der Draw, den ich gern gehabt hätte. Perfekt. Schön, Max. Danke. Na, dünn, immer dünn. Aber vielleicht ist der gut. Der könnte ganz am Ende vom, ganz am Ende vom Grün liegen. Ja. Aber das muss ich echt rauskriegen. Schön. Ja. Oh ja. Sehr, sehr schöner Putt, Max. Danke. Schönes Paar. Danke. Paar und Paar, hey. Ist der ganz rüber? Ja, der liegt da auf dem anderen Fairway. Mhm. Oh, der ist okay. Also ist halt ein Bunker wahrscheinlich, aber... Sauber. Ja, ganz weit weg vom Wasser. Ja. Ja, und bounced leider in den Bunker. Oh. Gefährlich. Geh. Gefährlich. Sehr gefährlich. Oh Gott, oh Gott. Alles gut. Alles gut. Ja. Ja, hätte schlimmer ausgehen können. Finde ich auch. Nee, der ist zu langsam. Dadurch kommt der hier oben nicht hoch und bricht da nicht rein. Oh, der macht ihn. Oh, sehr schön. Nehme ich. Schön, Max. Oh, sehr gut. Paar gerettet. Da nehme ich die Paarfaust. Die kriegst du auch. Kein easy Paar. Ich habe heute einen wirklich langen Tag hinter mir schon. Um 5.30 Uhr musste ich aufstehen. Frühschicht beim Bayerischen Rundfunk. Habe die Morning-Sendung da, oder beziehungsweise den Sport gemacht. Und habe mich dann eben direkt danach, nach 12, mit Max Zielke getroffen und hatte eine sehr kurze Nacht. Aber ich muss sagen, habe ich Max auch gerade gesagt, ich bin nicht wirklich müde. Also das ist schon mal gut. Ich bin eigentlich fit, aber heute Abend werde ich es merken. Ja, ich werde so ein bisschen, das habe ich aber immer, irgendwann so ein bisschen weich. Und dann ist man sich auch nicht mehr so sicher. Ja, natürlich nicht, dann ist das Selbstbewusstsein weg. Dann, aber jetzt müssen wir noch mal kämpfen. Ja, die letzten drei Löcher haben wir noch. Was nimmst du dir vor? Komm, ich würde gerne die letzten drei Loch Level Paar spielen nochmal. Also wenn ich die letzten drei mit plus eins jetzt gestalten kann, dann bin ich sehr, sehr happy mit der ganzen Runde. Das machen wir. Okay. Plus eins. Danke fürs Zuschauen. Wir haben alles geklärt. Ja, der ist doch nicht perfekt, aber auch nichts kaputt. Yes. Jetzt fange ich auch an. Das ist kein Slice, so wirklich. Ne? Das ist eher. Okay, da ist er nicht verkehrt. Ja, draußen ist er. Ja. Ich glaube auch. Drauf ist er wahrscheinlich. Gell? Dreh rein, dreh. Ja, Mitte grün. Der ist sehr gut. Wow. Fast ein bisschen viel, aber gut. Boah, schau, das meine ich mit diesen Mitte. Hast du Mitte gezielt? Ja. Ich lasse mich von allem rausbringen. Aus der Ruhe bringen, das ist unfassbar. Boah, also der ist ja schon lange nicht mehr passiert. Sit.
Gut. Uns wird heute nix, gar nichts geschenkt, Max. Nee. Also das war so eine richtige Up-and-Down-Runde heute, ne? Am Ende, also ich habe so viel Kraft investiert und es bringt gar nichts. Bringt wirklich gar nichts. Ja, ist viel zu weit. Jetzt zerschieße ich mich aber auch selber. Komm, das ist doch nicht dein Ernst. Schade. Okay, 6. Ui. 9 über liege ich, ey. Ich war so entspannt auch und seitdem wir Leute hinter uns haben, bringt mich das wieder so komplett raus. Also wenn ihr einen Tipp habt, bitte, 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 was kann man dagegen tun, dass man da sich so innerlich stresst? Wir müssen jetzt eh warten, weil ein Turnierflight vor uns ist und die hinter uns machen so einen Druck und der eine dann schon so, als wir am Nachbar-Fairway waren, hat er so gemacht mit den Armen, so von wegen, wir sollen schneller spielen. Wir können gar nicht schneller spielen. Das regt mich so dermaßen auf. Leute, die ihre Marken nicht rausmachen aus dem Grün und Leute, die auf den Golfplatz kommen und so einen Stress machen, ne, Max? Ja, unfassbar. Das ist, glaube ich, Golf Deutschland. Ja, ja, das ist es. Ich sag mal so, in allen anderen Ländern, wo ich bisher gespielt habe, noch nie hat mich irgendwie einer dumm angemacht. Oder in den USA haben wir mal zu 6 gespielt. Da waren wir zu 2 hinter einem Viererflight. Und wir hatten auch keinen Stress. Wir haben einfach gesagt, ja komm, wir lassen die zusammen. Und irgendwann kam einer von dem Viererflight zurück. Und dann dachten wir zuerst, der fragt, ob wir durchspielen wollen. Und dann hat er aber gefragt, ob wir nicht zu 6 spielen wollen. Dann haben wir gesagt, ja klar, machen wir. Und dann hatten die den lustigsten Nachmittag mit denen. Es würde, glaube ich, in Deutschland eher nicht passieren. Ja, ganz und gar nicht passieren. Ne? Ja. Wisst ihr, wie ich jetzt an den letzten Abschlag gehe? So. Ja, gut. Ja? Also er ist jetzt nicht ungeil, aber auch nicht geil. Der ist zu weit Richtung Wasser. So ist es, leider. Aqua Planning. Wer ist viermal geflippt? Gibt's doch nicht. Die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit. Nichts Boah. Als der Wahrheit. Schön. Ja, ich bin aber auch ein Esel. Sehr gut. Ja. Oh, ja gut. Komm drauf, ist er. Ja. Aber. Ja. Witzig, wie du hinterherläufst. Ja, ist auf dem Grün. Das, was ich zu rechts war, bist du zu links. Bin ich zu links. Nope. Ui. Zur 8. Ach ja, stimmt. Das stimmt. 2 Strafschläge. Gut. Mitte Loch zumindest. Ah, Sebastian. Ach, Maximilian. Zielke. Es war mir aber wie immer eine große Freude. Mir hat das auch großen Spaß gemacht. Komm her. Bis aufs Golfspiel war es okay. Und auch das war. Also sind wir mal nicht so streng zu uns. Das waren also die 18 Loch. Bertha Cäsar, B und C. Im wunderschönen Golfclub Eichenried. Also ich muss ja sagen, Max, wie hat dir der Platz euch gefallen? Schon ein toller Platz. Ja, ne? Der ist schon schön. Aber ich muss auch sagen, ich finde den nicht einfach. Ja, es ist ja eh auch mutig gewesen von Max, finde ich, die RPR zu spielen auf einem eigentlich fast unbekannten Platz für ihn. Also dafür Chapeau, lieber Max. Vielen Dank fürs Mitmachen. High five. Genau. Danke fürs Zuschauen. Hast du eigentlich verloren jetzt? Ja, um 87 Schläge, würde ich fast sagen. Dann werden jetzt meine Schläger geputzt. Ja. Das muss ich jetzt noch kurz zeigen. Okay, wir brechen an dieser Stelle ab und machen die Abmod beim Schlägerputzen. Ach ja, meine Eisen sehen eh aus wie Sau. Also schönen Gruß nochmal, Markus Wilke. Beim nächsten Mal ist natürlich das nasse Handtuch dabei. Machst du das jetzt auch ab jetzt? Du hast ja heute einen nassen Lappen mit mir dabei. Da brauchst du kein nasses Max. Handtuch. So schlimm war es jetzt. Doch. Die ersten 9 Loch haben wir wirklich gut gespielt. Ich liege jetzt am Ende plus 9. Plus 8 hatte ich Vorgabe. Ich finde es auch sehr, sehr gut, ab und zu mal sein Handicap zu spielen.
Das habe ich heute gemacht. Oh, schaut mal, wie akkurat der Max da drüber bürstet. Max, vielen, vielen Dank. Wir sehen dich ganz bald wieder. Ja. Die Leute lieben dich. Die freuen sich immer so sehr, wenn ein Video mit dir kommt. Dann fühlen sie sich selber nicht so schlecht auf dem Golfplatz. Nein. Nein, es hat großen Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Helft mir bitte ein bisschen, den Max aufzubauen in den Kommentaren. Und promotet vor allem Sebastians Kanal. Ich weiß ja, wie viel er da reinsteckt, wie viel er investiert. Das ist viel Zeit, viel Mühe, viel Geld am Ende des Tages auch. Und er macht das sehr, sehr gut, sehr, sehr gewissenhaft. Oh, danke. Das hat nochmal gut getan. Ciao.